Wolfgang, alles aussteigen, 10 Minuten Aufenthalt. Take your breakfast. Hurry up, hurry up. Wirtschaft heraus, sogenannte Vergnügungsreisen sind angekommen. Ja, vorwärts mit Tempo. Die Herrschaften reisen ja nicht zu Vergnügen. Leopold, wo ist denn der Leopold? Bitte zahlen, bitte zahlen, bitte zahlen, 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 zahlen. Ah, meine Herrschaften, so hübsch gemütlich, mit Dose kommt man auf der Nase so leicht. Bitte zahlen, zahlen. Aber meine Herrschaften, zu den Hexen bitte sehr, wir haben noch Zeit. Schaut's an den Sonnenschein, der leuchtet ins Herz hinein. So wie die Liebe, die an jeder so sehr schätzt. Und glücklich und zufrieden sein, kann man nur mit Liebe allein. Na, als dann meine Herrschaften, warum geht's jetzt? So. Jetzt nimmst du das Körberl und das Herzerl und das tragen sie jetzt hinauf in das Zimmer vom Dr. Siedler. Ja, die Aufträge, die Frau Josefa mir da erteilt hat, die meint die Frau Josefa ja hoffentlich nicht im Ernst. Aber nein. Ja. Die Frau Josefa, die meint das alles nur zum Spaß. Ja, kein Widerspruch. Tragen Sie das jetzt hinauf. Pardon, aber als Postillon d'Amour bin ich nicht engagiert. Aha. Mein Herr Ober widersetzt sich also meinen Wünschen. Ja, denn meine Frau Oberin widersetzt sich auch meinen Wünschen. Sie, Leopold, haben Sie sich das auch reiflich überlegt? Aufs Reiflichste. Wenn der Leopold ja sagt, ist ja. Wenn er nein sagt, ist nein. Dann sind's entlassen. Zwei Gulden für die kleine Fahrt. Das Geschäft ist richtig. Dafür kann ich schon dreimal von der Janowitzbrücke nach Treptow fahren. Ja. Und eine Portion grüne Aale essen. Ach, Papa. Haben Sie grüne Aale? Bedauere nein. Aber Paprikahuhn wäre da ganz frisch von gestern. Nee, will ich nicht. Wenn ich Dampfer fahre, muss ich grüne Aale essen. Das gehört dazu. Aber das kennen die Brüder hier natürlich nicht. Die Herrschaften kommen aus Berlin. Na, ihr wisst doch. Haben Sie schon mal eine Gegend ohne Berliner gesehen? Ich nicht. Gestatten, meine Gnädigste. Sigismund Sülzheimer Junior. Trikotagen aus Sangershausen. Genannt der schöne Sigismund. Die Leute, man ruft euch ins Rathaus, wo grad der Gemeinderat tagt. Drum bittchen geht's grad aus ins Rathaus. Der Herr Bürgermeister hat's gesagt. Und ich rufe es aus, bis ich heiße, in jedes verfügbare Ohr. Es kommt? Ja, es kommt unser Kaiser! Und das kommt nicht ohne davor! Juhu! Hätten Sie nicht noch etwas höher gelegenes? Oh mei, die zwei Zimmer sind schon sowieso da direkt unterm Dach gelegen. Und Frühstück ist inbegriffen? Na, nur Bedienung und Licht. Ach, Licht brauchen wir keins. Das haben wir uns selbst mitgebracht. Ist gut, mein Kind. Und bedienen tun wir uns auch selbst. Klärchen, lass uns doch mal unsere Reisekasse zählen. Ja, Papa. Bitte, sagen Sie von allem nur den halben Preis. Die andere Hälfte übernehme ich. Ich verstehe. Wenn das Barometer wieder Sommer macht und wenn der Urlaub lacht, dann bin ich froh. Dann zieh mich die Nagelschuhe von selber hin. Dort, wo ich Stammgast bin, wissen Sie wo. Im weißen Rössel am Wolfgangsee, da steht das Glück vor der Tür. Und ruf dir zu guten Morgen, tritt ein und vergiss deine Sorgen.
von hier, so tut der Abschied dir weh. Denn dein Herz, das hast du verloren.